Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Ja, wenn ihr diesen Part seht, müsste etwas groß passiert sein. Und zwar habe ich mir jetzt eine neue Grafikkarte besorgt. Es wurde am Ende die Radeon RX 6900 XT. Also es ist endlich nicht mehr Cyberpunk in niedrigen Auflösungen, in niedrigen Einstellungen und einer niedrigeren Auflösung. Jetzt kann ich die Maximalauflösung des Bildschirms mit allen Einstellungen auf Ultra benutzen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal rein und ja, folgen River. Hey V, lass uns Joss nicht unnötig beunruhigen, okay? Wir haben eine heiße Spur und wissen morgen mehr. Ende aus. Okay. Dann oh, folgen wir ihm einfach mal. Und da drüben sind noch die Kinder beide drin. Dorian, bitte. Aber das schmeckt nach Popeln. Ihh, Popel! Joss, wir sind fertig. Aufgegessen? Dann ab ins Bett. Hier, wir haben dir was übrig gelassen. Danke, Monique. Gut, dann setzen wir uns mal. Habt ihr was gefunden? Randy kannte seinen Entführer. Sie hatten Kontakt. Aber das passt was gar nicht. Was ist denn die da? Bratwurst? Kennst ihn doch, Kinder. Vertrauen sich auf den Falschen an. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Gestern. Dann kann er denn. Ist ruhig. Ich habe keinen Hunger. Genau, die angegessenen Danke. Sachen sollen Vielleicht jetzt alle später. Essen. Da stehen noch heiße Nudeln und Cola-Dosen. Ach, gutes Vorbild für die Kinder. Sei ganz ehrlich zu mir. Findest du ihn? River weiß, was er tut. Randy ist so gut wie zu Hause. Ich werde nicht aufgeben, Joss. Na, da ist die Frage, ob Joss, das jetzt richtig war. Können wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja, sicher. Du bleibst doch, oder? Du musst mir helfen, das durchzustehen. Natürlich. Komm, natürlich. Wir helfen ihm. Findest du allein hin? Ja, das werde ich schon. Ich gehe dann auch gleich pennen. Bleib stark, Joss. Sicher nicht leicht alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Aha. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. Wie ist er gestorben? Ist natürlich toll. Die alte Kaldos meinten, dass es ein ehrenvoller Tod war. Was zur Hölle das auch heißen mag. Ist natürlich toll, wie als fremde Leute. Sie zeigten mir seine Leiche, wo mal sein Gesicht war. Ich konnte keine Ehre darin erkennen. Wechseln wir das Thema. Ja, ich geh schlafen. Guter Themenwechsel. Wie? Wach auf! Was ist passiert? Bin noch müde. Yavin hat angerufen. Der Cartoon hat gewirkt. Er träumt. Hast du den BD? Hier, steck rein und verbinde dich mit dem Computer. Ich will's auf dem Bildschirm sehen. In Ordnung. Dein Doc arbeitet schnell. Nicht schlecht. Ja, Doc wird persönlich schon im Kontakt. Was stimmt nicht mit dir, Anthony? Dir ist schon klar, dass ich das melden muss. Okay. Das hier ist Harris' Schulzeit. Das ist nicht normal, Anthony. Du hast Liams Schildkröte getötet. Okay. Der Kleine war krank. Hat nicht gefressen. Ist im Panzer geblieben. Ich wollte ihm helfen. Ach, helfen. Indem du ihm Somatropin spritzt? Was hast du dir dabei gedacht? Hast du das von deinem Vater gelernt? Gute Menschen haben dich aufgenommen, vertrauen dir
Und so bedankst du dich? Wir lassen es mal so. Da können wir besser zuhören. Dein Freund ist tot, ich weiß. Aber das ist keine Entschuldigung. Fick dich. Was hast du gesagt? Oh oh. Okay, mir reicht's jetzt. Der Schulleiter wird davon hören. Und deine Pflegeeltern. Wie der Vater, so der Sohn. Er hat also Probleme. Aber irgendein Punkt, den wir hier sehen können. Ach, jetzt. Genau jetzt. Da, wo ich es erwähne. Ich spule nochmal zurück. Der Amoklauf sagt mir was. Den haben wir an der Polizeiakademie behandelt. Okay. Ich guck mal, an welcher Schule das war. Laguna Bend. Die ganze Stadt wurde in den 50ern überflutet. Immerhin wissen wir, aus welcher Gegend er stammt. Soweit, so gut. Komm. Was steht hier? Keine Macht in Drogen. Hallo? Was ist denn hier? Ein Pokal. Eine alte Trophäe aus dem Jahr 2042. Erster Platz in einem nationalen Ringturnier. Gut, dann lassen wir es mal weiterlaufen. Nicht über meinen Dad zu reden. Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Fixer! Du darfst nicht... Er war krank. Schwach. Ich wollte ihm nur helfen. Du hast ihn erschossen. Tony! Wo bist du denn? Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Achso, ja, und das ist von dem Typen... Achso, das ist auch von dem Typen, der... Ja, das war der Typ, der träumt, den wir jetzt da sehen. Nels, sein Sohn, das habe ich jetzt verwechselt. So, da schauen wir mal nach. Sieh mal, die Kuh ist krank. Wie die anderen. Eigentum von Biotechniker. Komm her! Ich komme! Keine Chance, ihn zu identifizieren. Anthonys Vater war ein echter Tyrann. Eine Art Bioscanner für Rinder überwacht die Vitalwerte. In Ordnung. Tony, dann lass mal weiterlaufen. Her. Ja, Dad? Was vergessen? Ich hab dich was gefragt. Ich weiß nicht. Cholin- und Methioninwerte. Fällt dir was auf? Zu niedrig? Du solltest sie doch vor der Schule prüfen. Wie willst du dich diesmal rausreden? Die Kuh wird deinetwegen sterben. Du bringst sie um wie deine Mama. Tut mir leid. Spar dir das. Fahr einfach ihre Hormone hoch. Was für ein Dad. Und mach den verdammten Cartoon aus. Wo läuft denn hier ein Cartoon? Injektoren für Hormone und Antibiotika. Die Leute haben Fleisch voll mit dem Scheiß gegessen. Sagen, dass du ihn nicht anlassen sollst. Ständig muss ich Was haben wir hier vorne? Hallo? Nahrungszusätze, um Krankheiten vorzubeugen. Dann lass müssen wir weiterlaufen. Thank you.
Okay, die nächste Erinnerung. Oh, das ist unser Cartoon. Klein Tony war wohl ganz begeistert. Ach, der Cartoon, der auf dem PC war. Okay. Okay, wo können wir hier was analysieren? So. Dann gehen wir nochmal in den Editiermodus. Jetzt sind wir in der Audioebene. Jetzt in der visuellen. Da müssten wir es ja eigentlich sehen. Haben wir hier oben was? Nein. Hier unten? Nein. Was zur Hölle müssen wir denn hier prüfen? Okay, jetzt sind wir im nächsten. Ist anscheinend immer noch die... Nee, oder? Nee, jetzt sind wir woanders. Okay, was geht denn da ab? Da haben wir noch was, das habe ich gerade fast übersehen. Das muss der Ort sein, wie die Erinnerung. Wir sind Kabel. Das ist sein Versteck. Okay, was haben wir hier oben? Uhr. Eine Uhr. Es ist 23 Uhr. Gut. Jetzt können wir auch auf die visuelle Ebene wechseln. Hörst du, was ich höre? Ich höre gar nichts. Das Signal zum Abladen. Da muss eine Müllkippe in der Nähe sein. Okay. So. Oh, Scheiße. Er hält die entführten Jungen wie Rinder. Okay, krank. Da, noch einer. Okay, und wenn der einer der ist, den wir suchen, das ist natürlich nicht so. Ja, aussichtsreich, würde ich jetzt mal sagen. Okay, das kann man zumindest eingrenzen. Wer ist hier hin? Ja, Computer. Das Terminal steuert die Stallungen. Vor allem die Stallungen. Hallo? Die Maschine steuert ein Injektionssystem für Aufputschmittel. Oder Hormone.
Also im insgesamt hat er dann das nachgemacht mit Menschen, was sein Vater mit den Kühen hatte. Okay, wer ist denn das? Ich sehe Randy nirgendwo. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, da oben ist noch was. Eine Nummer. Da sind Petrochem-Schilder auf dem Farmmodell. Gut. Wo willst du hin, Mike? Mike? Ach du Scheiße. Komm her, du kleiner Racker. Tust dir noch weh? Tony wird sich um dich kümmern. Ja, na, möchte ich kümmern. Hier ist noch irgendwas in der Nähe. Ja, da, ganz groß. Na, haben wir hier noch irgendwas? Na, möchte ich kümmern. Ganz ruhig. Ist hier auch? Wo soll denn hier noch was komm sein? Her, du kleiner Racker. Tust dir noch weh. Hier ist nichts. Tony wird sich um dich kümmern. Ganz ruhig. Okay, ja. Wir machen das nochmal im Schnelldurchlauf durch. Das da oben, das haben wir. Hier sonst nichts. Im nächsten Bereich, hä, das haben wir doch auch. Das da oben haben wir ja auch. Peter Pan hat diese Farm in eine gottverdammte Festung verwandelt. All die Geschütztürme und Minen, die werden von anderer Tech kontrolliert als hier in der Scheune. Das hat gefehlt. Dann fehlt wahrscheinlich hier noch was Wichtiges. Ich weiß von etwas hier noch fehlen kann. Was für hin, Mike? Das ist immer noch eine Frage. Was will er denn da mit sagen? So, hier fängt's an. Ab hier müsste man es ja sehen. Aber hier ist nichts. Oder bin ich gerade so blind? Das ist auch nichts zum Scannen. Tust dir noch weh? Tony, ich kümmern.
Ganz ruhig. Ach, oder müsste. Oder ist es das Fleisch, was er da am Arm hat? Was er am Arm hat. Nee. Ich bin echt überfragt. Komm her, du kleiner Racker. Tust dir noch weh? Tony wird sich um dich kümmern. Ganz ruhig. So. Ich habe aber wieder gesagt nichts gefunden. Ich würde fast sagen, ich beende hier mit die Aufnahme kurz und werde kurz mal nachschauen, was wir hier machen müssen, und dann bin ich auch gleich wieder da. Bis gleich. Da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt nochmal geschaut und es ist eigentlich ganz blöd, dass ich es wieder mal nicht gefunden habe. Wir müssen hier den Himmel scannen. Hey, die beleuchteten Türme. Das ist Werbung für das Us Cracks Album damals. Die Farbe hat stündlich gewechselt. Das war's, denke ich. Okay. Dann erwachen wir wieder aus unserem Traum. Okay, was haben wir jetzt alles? Harris lebt immer noch in der Nähe einer Schule, die jetzt überflutet ist. Von der Farm aus sieht man die Skyline und die Uscracks-Türme. Sie liegt vor der Stadt. Wir wissen auch, dass die Farm in der Nähe einer Müllhalde ist. In Ordnung. Diese Türme, die für das Uscracks-Album werben. Die Farbe wechselt stündlich. Also wissen wir die Uhrzeit. 23 Uhr. Ja, also liegt die Farm östlich der Stadt. Genauer gesagt südöstlich. Das Zertifikat der Feuerwehr war aus der südlichen Region. Das Farmmodell ist ein Petrochem-Design. Das schließt die anderen aus. Okay. Das trifft alles nur auf die Edgewood-Farm zu. Das muss sie sein. Also, dann haben wir sie. Hoffentlich stimmt das alles. Komm, wir müssen los. Ja, aber da muss ich euch jetzt mal wieder enttäuschen. Das Ganze werden wir erst in der nächsten Folge machen. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.